Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Schiebdivisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann entblößen wir die Westfront! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Dann entblößen wir die Westfront! Weicht er dann gleich wieder ab? Wir müssen jetzt alle! Das reicht! Der ist dicht in der Bunkeranlage. Jodl, Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ah,